Da sind sie am Fegen weg. Da ist eigentlich auch im Rahmen des Normalen, ist auch gleich weg. So, alles klar. So, da ist. Und dann gehst du hier runter. Wo kommst du raus? Wo war denn der Ausgang? Ja, hier kommt's noch raus, so. Ach, wo bist du? Da. Ach, nö. Auf dem Berg. Ja, hier war das, wo das so extrem war, ne? Meine ganze noch Personal jetzt. Aber es geht auch nicht anders. Oh, hat auch Regenzulauf. Frage da. 8000 Fahrgelder. Das sind doch die 8000. Was haben wir denn falsch verstanden? Money von mindestens 8000.
aus dem Verkauf von Fahrkarten zu erzielen. So, nochmal zur Verdeutlichung. Fahrgelder 8.300 im Juli hätten wir das schon haben müssen eigentlich. Da hätte ich gedacht, dass es damit erledigt ist. Ich weiß nicht, jetzt weiß ich nicht, worauf es hinausläuft. Im Monat Durchdings erzielen. Und meiner Meinung nach hatten wir sogar 8.300. Oder sind die mit Fahrgeldern jetzt wieder? Nur von Achterbahnen aus, oder was? Kann doch fast nur. Dann müssen sie es aber auch schreiben. Aus dem Verkauf von Fahrkarten. Ja, Fahrkarten. Einnahmen, da steht nicht. Fahrkarten. Steht nicht da. Junge, wie? Go-Karts, ja. Doch eigentlich, Go-Karts sind dann auch eigentlich Fahrkarten, es sind doch nicht nur Achterbahnen. Hier, selbst für Rudern, müssten doch die Einnahmen als dies gelten. Oder denke ich da so verrückt? Wo baue ich denn Go-Karts hin? Hier zwischen. Ach so, das hier gehört zu der. Das ist gar nicht von meiner hier. Das ist gar nicht von unserer Bahn. So, Go-Karts. Hinten noch ein riesen Gebiet frei, da ist auch noch Go-Karts. Soll ich dich mal dahin bauen? Ruhig mal als Megatrack. Okay, ich mach's ja schon weg. Ich mach's ja weg. Sorry, dass ich schon wieder nicht an Bäumchen gedacht habe beim Bauen. Auch nicht.
Ach, na gut, ist ja eigentlich die gleiche Neigung, ne? Ist ja, versteht mich schon. Eigene Dusseligkeit, ja. Dann nehme ich die hier hinten quer. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das jetzt auf einmal noch dauern soll. Und dabei beim Lesen zuerst war ich der Meinung, dass es so eindeutig ist. Ich bin davon ausgegangen, alle Einnahmen, die wir als Park erzielen, durch Attraktionen, nicht durch Stände, sondern durch Attraktionen. Also Go-Karts, freier Fall, Achterbahn natürlich, dann unsere Twister und so weiter, selbst Karussell, alles, wo man mitfährt. Aha. Ey. Ausgang. So. Wie lange noch erhöht werden? Ach, Kind. So. So, da ist der Anschluss. Und wieder einen Monat weiter, mal sehen, was da jetzt steht. 7.700. Was ist das denn? So, jetzt mache ich es noch anders. Jetzt zahle ich auch die Schulden zurück. Wo ist denn das ganze Geld aber hin? Ja, warte mal. Ich kriege dich. So. Das wird schon noch, das Bargeld kommt schon noch.
Oh, natürlich, wir haben jetzt Haufen Ausgaben und personalmäßig wahrscheinlich der größte Posten, ne? Oder? Ja, 2200. Aber habt ihr gesehen, ohne geht es gar nicht. 7300. Ja, dann werden wir nicht mehr schaffen innerhalb dieses Monats. Ja, Frage da, wieder über 8000. Keine Ahnung, wie die das rechnen wollen. Dankeschön, sicherste Park, schöne Auszeichnung, ja. Schon weg. Rechts rum, links rum. Deshalb da nicht hingegangen. Na, was denkst du denn so? Ein schlechter Park ist überfüllt. Ja. 10 Euro für Partner oder 9 für Andenken. Okay. Oh oh. Da war ein Action-Foto. Guter Kauf. Und Turm 1. Turm 1 ist. Ach stimmt, der Aussichtsturm haben wir ja gerade gebaut. Turm 1 ist ja schon direkt der freie Fall. Ja. Ah. Ja, sehr schön überall. Überall Akzeptanz. Aber das würde mich mal interessieren, wie das gewertet wird hier, was man Fahrgelder 8000 Euro Fahrgelder im Monat, was da reingerechnet wird. Ey, wie viel Personal soll ich noch einstellen? Guck mal den an, den Quatsch da. 8000 schaffen. Eine Attraktion haben wir ja eigentlich genug. Hängende Rübenbahn, das war doch auch so ein geiles Teil.
Das ist schon etwas. Ja, die scheint nicht allzu groß zu sein. Hat aber trotzdem eine vernünftige Erregungsrate, wo sie also mitfahren sollten eigentlich. Ich probiere die mal. Gucken, ob die hier hinpasst. Ach, hör doch auf, hör. Das ist der bescheuertste Spruch im ganzen Spiel. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn ich wollte, guckt doch hier die Stützen an hier. So, okay, und dann weiter müsst ihr halt eine Leiste. Dann wisst ihr, was ich meine. Ich kann nicht. Wo ein Wille ist, sind doch Stützen. Hohe Stützen. Mit denen ich alles ausgleichen kann. Ach. Okay, vielleicht waren wir jetzt auch zu lang. Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir hier hinten schon über den Zaun drüber geguckt. Das kann ich ja auch sein. Dann nehme ich alles zurück. Aber so lang ist sie doch, glaube ich, gar nicht. Warum schreibt man das dann nicht in die Anforderung rein? Mindestens 8000 Eintrittsgelder an drei hintereinander folgenden. Was machst du denn da? Hallo? Aha. Gut, dann kommen wir gleich wieder. Warum? Du, ne, Rasenmäht der nicht, der ist irgendwo runtergefallen. Der Arme. Hier, so, geh mal da. Okay. Und wir müssen wohl oder oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Okay. Ach, überhaupt dreimal dann. Nicht hintereinander. Ja, es war auf Englisch, dann habe ich das falsch gelesen. Okay, dann haben wir das geschafft. Prima. Dankeschön. Schnell speichern. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich natürlich gar nicht erst unterbrochen, ja. Was jetzt?